Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Hallöchen. Zu Starbound. Mensch. Stabile Version, Stable Version, irgendwas. Ich weiß es leider nicht. Auch RPG Rough, aber nicht mehr. Ach so. Unstable. Voll gut. Ja, genau. Soll heißen, wir können wieder ganz normal auf dem harten Server spielen, der uns noch nicht runtergeschmissen hat. Juhu! Jetzt muss man dazu sagen, aber das wussten, also das zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, war das noch nicht so. Mittlerweile bietet Nitrado das auch an. Also bei der anderen Version, das auch auf dem richtigen Server zu spielen. Genau. Aber ich meine, der Würfel hat uns auch gute Dienste geleistet. Definitiv, definitiv. Die Waffe ist wird auf Dauer, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Ja. Ja, sehr gut. Das hatte ich gehofft, dass das passiert. Dass wir hier noch etwas Wüstiges finden. Genau. Und weil wir ja jetzt... wieder zurück sind, lese ich noch ein paar oder gehe ich auch auf die ein oder andere Änderung ein, wa? Ja, das machen wir. Nur eben erst hier noch ein bisschen... Warum sammeln wir Sand ein? Vielleicht gibt es da ja was Schönes für. Ach so. Genau, Update-News quasi. Habe ich gerade zugemacht. Moment, so. Wo waren wir denn stehen geblieben? Viele schöne Sachen hast du ja in der letzten Folge schon gesagt. Genau, richtig. Wenn ihr verpasst habt, hört euch das nochmal an. Genau, und zwar war das letzte die user-spezifischen Login-Daten für den Server. Ja. Wo man jetzt auch noch ein bisschen mehr, also vor anderthalb Wochen quasi kam die News raus, dass man das jetzt auch noch ein bisschen weiter einstellen kann. Dass es man halt Admin-User festlegen kann und so einen ganzen Kram, pipapo, hast du nicht gesehen. Gut, aber heute soll es darum gehen. Die Tooltips für den Bogen zeigen jetzt an, wie viel Energie ein Bogenschuss verbraucht und wie viel Schaden er macht. Das beim Bogen? Stimmt, ja, das steht da nämlich, stand da glaube ich nämlich tatsächlich nicht dabei. Ja. Ja, man hat immer Bogen eigentlich nur genommen, früher zum Jagen, um Fleisch zu bekommen. Genau. Obwohl ich es jetzt hier drin sehe und weiß, dass ich halt Fleisch bekomme, kann ich es auch aus der Hotbar da raus tun, eigentlich. Ja, und vor allem, weil man weiß, dass man kein Fleisch braucht, das finde ich ist irgendwie... Ja. Ja, wer weiß, beim nächsten Update, das vielleicht jetzt bald einfach kommt, brauchen wir es wieder. Das stimmt. Und dann verhungern wir erstmal, weil wir... weil wir nie was gesammelt haben, ja, das stimmt. Es scheinen auch nicht mehr so viele Rohstoffe im Sand sich zu verstecken. Der fällt nicht so nah an der Oberfläche, vielleicht haben wir da auch nochmal dran gedreht. Ja, das kann natürlich auch sein. Dann müsste man Sand weiter unterhalb der Oberfläche finden. Hm. Du hast übrigens auch nicht mehr so viel Leben. Ja, das stimmt, ich ersticke hier nämlich andauernd. So, 5, esse ich mal was. Gut, okay, so, der Tooltip für den Container zeigt jetzt an, wie viel Speicherkapazität der hat. Der Container. Der Tool. Achso, wenn du es in. Achso, okay. Ja gut, das. dann kennen wir ja noch die coole Penguin Bay, also der Ort, wo man sich Quests abholen kann. 16 Items. Ja. Die hat ja uns nie was gesagt. Also da war ja quasi immer leer. Also dieser Laden auf dem Planeten, wo das ganze, also wo diese Wartehalle war und sowas. Weißt du? Also da, wo wir nach der Benutzung des Gates hingekommen sind. Und da ist ja ganz rechts so ein Pinguin-Laden gewesen. Ja, du hast schon eine Quest gegeben, nämlich. Genau, richtig. Und meistens ist der aber zu. Also beziehungsweise, und dann sagt er vor allem nichts. Also das ist halt ganz doof irgendwie. So. Das wurde jetzt auch geändert, dass er einem sagt, wenn der keine Quest für einen hat. Aha, hat der uns nicht sogar versprochen, dass wir ein größeres Raumschiff bauen können, wenn wir nächstes Mal irgendwie was bei ihm machen? Ich weiß nicht, oder ist er das, weil, er ist ja auch ein Pinguin und das Piratenraumschiff ist ja auch ein Pinguin. Also, dass das irgendwie von ihm kommt.
diese aktuelle Quest, dass wir uns quasi mit dem Typen anlegen müssen, mit diesen Piraten. Ach so. Ja, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Ja. Bleibt uns nicht viel anderes übrig. So, ich muss mal wieder auf eine Waffe wechseln. Wieso weht das denn hier unten in der Höhle? Moment, das ist der nächste Update. Nein. Achso, du hast. Ja, gut, das pfeift hier rein. Eigentlich ist schon nicht so unlogisch. Also, die meisten Betten erlauben es jetzt. Oder nein, also lassen einen besser schlafen, wenn man keine Rüstung trägt. Echt? Ja. Warum muss man sich vorher ausziehen? Ja. Oh. Es gibt noch ein paar mehr menschliche also Designs für menschliche Rüstung. Und dieser das, wo wir jetzt das Pferd haben, dieser die künstliche Intelligenz im Raumschiff. Ja. Die ist, glaube ich, jetzt für jede Rasse unterschiedlich, ne? Oder? Ja, war sie das aber nicht vorher auch schon? Also war sie. Ich glaube nicht. Ich glaube, bei dem Update hatte ich plötzlich jeder ein Pferd. Ah, okay. Und wir haben jetzt immer noch das Pferd, weil das für uns zählt, aber ich glaube, jetzt haben die anderen was anderes. Ah ja, okay. Aber ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Oh! Also diese Amplified-Welt ist wirklich ein bisschen gefährlich. Weißt du was? Also wir suchen ja immer noch das Zeug, ne? Ich buddel mich hier jetzt mal kurz nach unten. So. Achso, wo war ich stehen geblieben? Eine Fackel setzen zum Beispiel. Ja, hier ist aber auch nichts in der Gegend. Wenn man sagen würde, das lohnt sich jetzt da mal tiefer einzudringen. So. Ah ja, vergiftende oder verbrennendes Essen vergiftet oder verbrennt einen jetzt nicht mehr so lange. Höhle. Kohle. So, ist das was Tolles? Silber. Nein, also nicht. Gibt's auch viele böse Viecher. So. Aber. Ich habe einen Dungeon gefunden. Echt? Cool. Also, oh, ich habe noch so eine Waffe gefunden, wie wir auch haben. Das blöde Ding, also dieser. Mhm. Oh, und ein Messer. Dass man jetzt irgendwie. Ja, ein bisschen vielleicht. Oh, eine goldene Holztruhe quasi. Wenn da nicht mal was Sinnvolles drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Oh, Gold! So, und was ist das? Das ist auch nochmal Gold. Warte mal, ich will mal hier kurz. Ich habe exakt die gleiche Waffe gefunden, die ich gerade in der Hand hatte. Mit genau den gleichen Wert. So, dann will ich mal schauen, was es denn hier so gibt. Lol. Tatsächlich ist hier einfach nur ein zugemauerter Raum mit vier, wie heißt das? So, Kerzenständer. Oh, Titanium. So gut. Vier Kerzenständer und einer Truhe. Bestehen die Mauern hier aus Titanium? Leider nicht. So, wir brauchen nochmal kurz was. Das ist gut. Ich glaube, wir haben gleich genug Titanium für zwei Rüstungen. Dann können Echt? Wir uns. Cool. Dann können wir Machst uns. Machst du echt gut. Was ich ganz toll finde übrigens. Oh, an Truhe übersprungen. An dem. Ich glaube, ich schneide. Ja, das dauert mir zu lange. Oh nein! Ich habe nicht aufgepasst, weil ich eine Truhe geöffnet habe. Bist du gestorben? Ja. Mann. Ich auch gerade.
So, was haben wir denn hier? 6 Bandagen, yeah, und eine Pistole. Ui. So, ich nehme das Ding hier doch mal mit. Ich finde die Materialien recht nett. Warte mal, und das versuchen wir jetzt mal, ob das besser mit... Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Also schnelles Abbauen mit der Goldaxt ist schnell. Ja. Hm. Also meine Kugel da ist echt praktisch, wenn man jetzt irgendwo runterspringen will. Okay. Also da das muss man dran denken, die auszulösen. Solltest du die auch mal zulegen, sowas? Ja, sollte ich. Ich warte dann noch auf mein nächstes Tech-Upgrade, das ich dann irgendwie noch mir organisieren muss. Und man denkt irgendwie immer, dass die Tiere anders aussehen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß das auch nicht, aber also ich meine, sein kann das ja im Zweifelsfall sowieso immer. Ja. Wenn werden so die auch irgendwie zufällig generiert. So viel. Da mal ein Bein, da mal. Ich weiß gar nicht, Oh. Rechts lesen und links abbauen ist auch nicht so klug. Nee, das, also gesehen sehen konnte ich dazu davon jetzt nichts, aber also dass sich die Tiere geändert haben. Ach ja, die Mute-Taste ist toll. Gut, okay, während der Tertor gerade noch in anderen Dingen unterwegs ist. Oh! Ich verstehe. Ich verstehe. So. Gehe ich nochmal auf ein paar weitere Änderungen ein. Genau, okay. Also man kann sich jetzt Umhänge am Dingsbumscraw, also an dem, wie heißt das? Am Spinnrad, ne? Das ist es doch, ne? Am Spinner. So, wieder da. Ja. Mensch, also man kann sich jetzt Capes am Spinning Wheel craften. Capes? Mhm. Die Handposition wurde bei einigen Items angepasst. Man kann jetzt roten Farbstoff craften. Das ist ja sensationell. Achso, es gab wohl einmal die Zeit, dass es NPCs gab, die man sich über einen Spawner im Schiff gespawnt hat, die nackig waren. Und die haben jetzt wieder Klamotten an. Das haben wir leider verpasst. Ja. Die Waffe ist ja viel schlechter. Oh, ein Riesenvogel. Also ich baue gerade nochmal munter Heavy Stone Bricks ab, ne? Das ist gut. Ich habe mich gerade mal eingebaut. Okay. Ja. Beste Schusswaffe. Also insgesamt haben die halt super viel noch geändert. Das ist halt eigentlich, also viele kleine Sachen, einige große Sachen. Aber ich glaube, am besten sieht man es echt einfach nur, wenn man spielt. Beziehungsweise ist ja auch wurscht, was sie geändert haben, finde ich. Ja, nur manchmal ist es ja für einige Sachen sehr relevant. Also genau. Wenn man jetzt die ganze Zeit nicht gewusst hätte, dass man die Kisten wieder vernünftig zumachen kann, hätte ich das ja womöglich nie gemacht. Mhm. Und dann hätte ich ja im Endeffekt voll viel Zeit verloren. Das stimmt. Einige Sachen scheint hier mega schön, aber das Riesenvogel ist weg. Oder dass man zum Beispiel wie ein Böder Fleisch sammelt und gar keinen Hunger mehr hat. Deswegen ist es aber auch wichtig, das zu verfolgen, dass es dann in Zukunft irgendwann wieder so weit ist, dass man Hunger haben könnte. Ja. Deswegen sollte man das durchaus im Auge behalten.
So. Oh, los, weg mit dir. Mich. Ist hier noch was im Hintergrund? Nein. Okay. Meine Güte, also der ist kaum anstrengend abzubauen, aber wir haben es gleich geschafft und dann haben wir richtig schön, ich glaube, wenn alles gut geht, über 300. Mit? Über 300 Pixel? Ne, über 300 Blöcke. Also von diesen Heavy Stone Bricks. So. Da lässt sich schon das ein oder andere coole mit bauen. Erinnerst du dich noch, als wir unser Haus gebaut haben in der normalen Version? Mm. Und wir auch vorher so viele Steine immer gesammelt haben und dann doch alle neu gecraftet haben zu bauen. Ja, das stimmt. Aber mir ist was eingefallen, wir sind so doof. Ja, das wusste ich schon vorher. Alles Gute zur 101. Folge. Ah, cool, stimmt. Das waren ja genau 100 Folgen. Die ja. Wünsche ich dir auch. Mensch, Glückwunsch. Ah. Oh, danke. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Diamanten! Diamanten, echt? Jo. Den nehme ich mit. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen Wasser lassen muss. So. Mit Ruhe, die ich bestimmt nicht schon auf Kontakt will. Nee. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier wieder am dümmsten nach oben? Wobei, am klügsten wäre auch cool. Ey. Ein bisschen Holz mitnehmen. Ich habe gerade so viele Sachen gelernt zu bauen. Die werden bestimmt alle mit Regenbogenholz gebaut. Regenbogenholz. Wir könnten uns ja vielleicht noch... Also ich habe... In der Community... Ja. Wurde sich darüber beschwert, dass Starbound ja jetzt mittlerweile eigentlich ja gar kein Starbound mehr so ist. Aua. Also nicht mehr so wie vorher quasi. Verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich verstehe den Kritikpunkt auf jeden Fall nicht, muss ich sagen. Was heißt denn Starbound übersetzt? Sterne... Also quasi so ähnlich wie gebunden an die Sterne, oder? Würde das ich jetzt ist ja immer noch so, oder? Ja, das stimmt. Wobei halt, ja, eigentlich, genau. Und es, also viele haben einfach nur bemängelt, dass man keine Notwendigkeit mehr darin sieht. Keine Notwendigkeit mehr darin sieht, zum Beispiel eine Basis zu bauen. Was ja auch durchaus stimmt. So, Titanium Bars brauchen wir, ne? Ich mach mal alles in Titanium Bars. Forge. Shit. Reicht, glaube ich, doch nicht, oder? 27. Bin ich runtergefallen bei dem gleichen dummen Vogel. Aber es kann sein, dass der immer noch nur noch halbes Leben hatte. Kannst du mal kurz gucken, wie viel Titanium-Ohr du hast? Ja, ich hatte am Anfang 4, ne? Ja. Jetzt habe ich 4. Sage und schreibe, ja richtig, 4. Okay. Nee, dann fehlen uns leider noch, dann habe ich mich verrechnet, uns fehlen dann noch 22 Ohres. Na gut, dann das muss sein, die müssen her. Au. Bist du nach oben gegangen oder bist du auch gestorben? Ich bin da oben gegangen. Oh Mann. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. So, den noch und dann auf die Waffe wechseln. So. Huch. So, tot und. Oh oh. Au. Au. Meine Güte, sind die anstrengend. Okay. Ja, aber doch, insgesamt muss ich sagen, finde ich die Neuerung von Starbound richtig klasse. Es macht total viel Spaß, das zu spielen und es hat halt immer noch den gleichen
Charakter, nur dass man halt jetzt, ich sag mal, wirklich ein Spiel hat und nicht einfach nur eine reine Sandbox. Oh, oh. Oh, oh. Das ist jetzt ja ungünstig. Mitten im Kampf. Die Klappe. So, und dann kurz mal die... Meine Güte. So. Der Theater, wir warten noch mal kurz auf ihn. Dann wird die halt ein bisschen länger. Ist ja auch in Ordnung. So, irgendwo muss es hier jetzt ja aber mal wieder nach unten gehen. Los. Verschwinde. Ja. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ach Mensch, ist doch gut. Dann buddeln wir uns hier nochmal schneller. Und ich hätte nochmal mal ein paar Torches machen müssen. Wie können wir machen? 35, Craft. Hier ist nochmal etwas Kohle. Ist nie verkehrt. Jetzt müsste ja eigentlich nochmal... Es wäre schon cool, wenn wir dann in der nächsten Folge die Titanium-Rüstung bauen könnten. Ich klotz hier nochmal. Ah ja. Sprach's und übersah Titanium. So, was habe ich gesagt? 22 brauchen wir, ne? Das sind keine 22. Aber auf dem Weg dahin. Fünf merken. 6, 11, Hälfte haben wir. Das ist gut. Das ist kein Titanium. Nee. Ist da noch irgendwo... Das ist ja gut, dass hier jetzt ein bisschen Kies ist, dann... Bäh. Bäh. Naja, so gut dann auch nicht. Hier nochmal ausleuchten. Sind die... Da unten ist Titanium, das ist super. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen... Unterstützung. Ich bin nicht gestorben, obwohl ich die ganze Zeit nur drum rumstand. Juhu! Das ist gut. Wir müssen die Folge beenden. Es tut mir so leid, aber müssen wir trotzdem. Achso, ich dachte, jetzt gerade schon gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich habe auf dich gewartet. Ah, cool. Dann tschüss. Tschüss.